Hallo Freunde, willkommen zurück zu Mafia 3. Wir sind bei Donovan. Umgezogen habe ich mich auch. Jetzt beginnt der Endkampf. Da muss man jetzt nicht mehr mit Anzug und Krawatte auftauchen, glaube ich. Außerdem passt es dann besser mit den Sequenzen. Was ist los? Willst du dich auch mal in Badehose am Strand trauen? Ich muss Übungen machen. Dreimal die Woche. Stärkt das Herz. Du willst auch Rauchen aufhören. Deinem Hemd. Oh. Ah. Hab mich beim Rasieren geschnitten. Pass auf, hör dir das mal an. Ja, am linken Hals. Ist aufgetaucht. Diesen Anruf konnte ich neulich abfangen. Ich verstehe kein Wort von dem, was er da sagt. Kannst du das übersetzen? Würde sagen, du hast Alvarez eine scheiß Angst angejagt. Jetzt will er wieder zurück nach Kuba. Unser lieber Onkel Zaraga soll kommen und ihn rausholen. Und was sagt Zaraga dazu? Am Südende des Bayous ist ein Leuchtturm. Da soll Alvarez hinfahren. Er lässt ihn mit einem Boot abholen. Würde sagen, das ist gelogen. Zaraga war mein Bulle in Havanna, als Batista noch an der Regierung war. Er stellte den Wachdienst für Sal's Casinos. Diese zwei Burschen kennen sich schon ewig. Nach dem Gespräch hat Zaraga Sal angerufen und ihm gesteckt, wo er seinen Neffen findet. Das heißt, ich muss da früher ankommen als Marcanos Männer. Sal wird kurzen Prozess mit Alvarez machen, also sei besser auf alles vorbereitet. Oh, Kacke. Da geht's jetzt richtig ab. Ja, das ist kein sehr netter Onkel, würde ich sagen. Aber ich bin sicher, da geht's nur ums Geschäft. 3 Kilometer. Ach du Schande. Okay, ich fahre jetzt ein Stück in Ruhe, dann baue ich auch nicht so viele Unfälle. Wenn ich nicht das Gefühl habe, ich muss irgendwas erzählen, kann ich mich irgendwie besser aufs Autofahren konzentrieren. Wir sehen uns dann gleich im Bayou. Jetzt bin ich hierher geheizt wie ein Bekloppter, nur damit das Spiel auf Nacht umschaltet. Da vorne haben wir noch eine Schwarzbrennerei. Da können wir nachher für Niki einen LKW mitnehmen, je nachdem wie gut es hier mit Alvarez läuft. Hätte ich eigentlich nichts dagegen, wenn wir das nochmal erledigen können. Bis dahin überlegen wir uns erstmal, wie wir Alvarez hier rausholen. Ich vermute, wir sind einigermaßen rechtzeitig hier. Nachdem wir mit ihm gesprochen haben, tauchen Marcanos Leute auf. Ich habe jetzt leider auch kein Scharfschützengewehr dabei. Was allgemein gesprochen sehr dämlich ist, denn diese explosiven Fässer, die hier strategisch positioniert sind, würden Sinn machen, wenn wir oben auf dem Leuchtturm sind und dann Marcanos Leute beschießen können. Wäre nicht das erste Mal, bei Burke lief das schon so ähnlich. Was haben wir denn da für einen? Ich meine, hinten am Leuchtturm sehen wir schon was. Da läuft einer auf und ab, bei der Tür auf der Veranda. Okay, das sind 2 Leute. Dann sind die Leute hier, wahrscheinlich von Marcanos Truppe. Soll das leise sein? Ich würde sehr gern vermeiden. So, das mit der AK ist eine tolle Sache. Besser als eine Schrotflinte bei dem, was ich davor habe. Ganz besonders, wenn die Schrotflinte nur noch 3 Schuss Munition hat. Ich sehe schon, die Leute haben richtig gute Laune hier. Mein Problem dabei ist, dass es immer mehr werden. Das ist ein Automatik-Sturmgewehr. Nicht ganz das, was mir vorschwebt. Der ist... Wo? Nicht ins Wasser. Da gibt's einen nicht mehr ganz so hungrigen Alligator, aber ich will's auch nicht provozieren. Soweit so einfach. Ja, fast. Verdammt! Ich glaube, die treten da oben jemanden zusammen, kann das? Das wäre nicht nett.
las armas. Nein, die treten da niemanden zusammen, die versuchen da reinzukommen. So heißen, die prügeln auf die arme Tür ein. Als hätte die irgendjemandem was gemacht. Verflucht! Jetzt haben wir unseren Kampf! Bruder, alles klar, Mann? Oh, Scheiße! Sag. Meine Fresse! Ich will nicht sterben! Verdammt, nein! Ich glaube, das ist zu spät. Kannst du machen, was du willst. Futsch ist futsch. Clay hat's halt drauf. Hör auf zu feuern! Ich will dir helfen! Come mierda! Hace todo para la pinga! Ach du Scheiße, sprichst du unsere Sprache? Sie? Die Kerle vom Haus sind tot! Ich will nur mit dir reden. Ich schieb dir jetzt meine Waffe rüber, okay? Mira, wenn du mich reinlegen willst, dann leg ich dich um. Kann ich mit arbeiten. Alles easy. Du bist doch der, der mich töten will. Ich wollte dich nicht töten. Ich habe versucht, dich zu finden. Dein Onkel hat dich verraten. Er will dich nicht raushauen. Du lügst. Ich hab ihn gesprochen und er schickt mir ein Boot. Glaubst du, diese ganzen Ithaka waren zufällig da, als du hier aufgekreuzt bist? Saraga hat Sel Makano gesteckt, wo er dich findet. Ich muss telefonieren. Scheiße, dann Mann. Dann nimm dein Handy und... Ach nee, Moment. Makano wollte dich nie wieder aus der Stadt lassen. Der Typ nutzt dich aus und wenn er hat, was er will, bringt er dich um. Deine einzige Chance, hier heil rauszukommen, bin ich. Was willst du von mir? Sag mir, wo Makano seine Fälscherwerkstatt hat, dann sind wir quitt. Es ist alles in einem Boxclub, der Tori Makano gehört, aber das läuft alles schon. Siehst du, das reicht schon. Na komm. Du musst schleunigst hier raus. Ich hätte die Waffe vorher wenigstens gesichert. So wie der drauf ist. Wo bringst du mich hin? Ich kenne jemanden, der dich aus der Stadt bringen kann, damit Makano dich nicht findet. Mierda. Das heißt so viel wie super. Wenn du am Leben bleiben willst, bleib fängt bei ihm nur mit Sch an. Also, super. Oh, das wird YouTuber freuen. Ich kann fahren. Nein, ich nehme meine. Wenn er dich hier rausbringt, gerne. Aber halt den Kopf vor. Dann warte nicht ganz in der Nähe. Passt. Gut. Einmal kurz Überblick. Wo sind die Feinde? Wie werden wir die los? Ich wollte doch sagen, irgendwo da hinten war doch. Okay. YouTube wird mir richtig den Hintern aufreißen dafür. Das geht nicht lange gut. Ich brauche dringend mehr Munition. Oder ich muss lernen, besser zu schießen. Wenn das auf die Schnelle ginge. Und wenn das so einfach wäre. Wäre das ja super. Gut, dann bleibt eine Alternative. Wir machen den Terminator. Wir gehen einfach ein bisschen näher ran. Mit aufgesetzter Knarre ist es viel einfacher, nicht daneben zu schießen. Wer hätte es gedacht? Passt. Seine Munition hätte ich gern. Scheiße, Mann, fluch gefälligst in meiner Sprache. Damit ich auch was davon hab. Wa!
bemerkt. Ich muss nachladen. Okay, irgendeine hier hat einen Granatwerfer. Oder einen Mörser. Heizt mir hier ein. Jetzt kriegst du es mit mir zu tun. Na toll. Bin ich ja so gut wie tot. Naja, so gut wie. Wurde schon etwas friedlicher. Schnapp, ich werf eine Granate! Boom. Man sagt das mit der Granate nicht vorweg. Da sind die ganzen Spaß raus. Hätte schwören können, dass der Hut einen Kopf enthält. Vielleicht habe ich auch nur den Tankdeckel gesehen. Wer weiß. Die ganze Scheiße haben wir ihm zu verdanken. Los geht's! Da ist er. Na toll. Noch wartest du! Wirf schon! Ach, da oben. Nein, der ist hinter sich. Junge, Junge. Ich glaube, das hätten wir jetzt tatsächlich fast geschafft. Entkomme mit Alvarez. Ja, das kriegen wir hin. Wenn du deine AK verloren hast, musst du die Hände auch nicht mehr so halten. Junge, Junge, Junge. Im Großen und Ganzen sieht es gar nicht so schlecht aus. Das Auto ist auch noch in einem Zustand, wie ich es verlassen habe. Ja, das mit wenig Unfällen bauen hat nicht so ganz geklappt, wie gewünscht, aber es war gut genug. Er und sein unsichtbarer AK, die besten Freunde. Ich sehe schon, die KI kommt mit Querfeld eigentlich so richtig klar. Davon kann sie haben. Die haben erst reagiert, als wir wieder auf der Straße waren. Ah, da, 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 da. Das wäre falsch. Okay. Schauen wir mal ganz kurz, wo wir überhaupt hin müssen. Entkommen mit Alvarez. Das ist ja wieder am anderen Ende der Stadt, freundlich ausgedrückt. Meine Güte. Ich glaube, ich weiß, wo mich die KI hinleiten wollte. Letzten Endes auf diese Straße wäre toll. Wir könnten also auch hier nach links. Dann geht's hier fast nur noch geradeaus, oder wir fahren quer durch South Downs. Aber da waren die Straßen hölleneng. Wie eigentlich überall in der Innenstadt. Wie geht? Ja, das Auto wirkt ein bisschen kaputt, aber sind wir mal ehrlich. Das war der letzte. Wie auch immer, halt trotzdem die Augen auf. Du hättest mich umlegen können. Mit einer Kugel im Mund. Und man kann trotzdem ins Bein bissen. War da irgendwo eine Frage in dem Satz? Ach du Schande. Ich bin nicht richtig an. Pass auf, du hast mir nichts getan. Für mich bist du nur einer von den Leuten, die von Makano verarscht worden sind. So einfach ist das manchmal. Wenn ich das überlebe, bringe ich meinen Onkel um. Wenn wir das überleben, kannst du machen, was du willst. 6,5 Minuten. Meine Fresse. Komm. Hör auf zu bremsen. Fahr. Keine Zeit für solchen Schnickschnack. 6,5 Minuten quer durch die Stadt. Bin ich jetzt der Pizza Express oder was? Ja, wahrscheinlich der Planet Express. Ach, da war ein Zaun. Den habe ich vor lauter Hecke gar nicht gesehen. So, Moment. Alles klar. Ja, keine großen Experimente. Wir fahren einfach so wie die Routenplanung uns das vorschlägt. Oh, Junge.
eigentlich kein großes Problem. 2 Kilometer in 5 Minuten. Auf einem Rollfeld oder so. Mit dem Verkehr? Und der Straßenführung? Weiß nicht. Ich würde sagen, wir können es schaffen. Wenn da jetzt nicht noch zu viele Killer-Kommandos auftauchen. Und uns das Leben zur Hölle machen. Soweit, so gut. Ich glaube, da haben wir mal Suppe ausgeschenkt. Ja, diese Diner sehen alle gleich aus. Du willst nicht nach links. Sehr schön. Wow, mach mal die Motorhaube weg, da sieht man ja nichts. Danke. Ich war voll auf der Bremse, hör auf zu hupen. Jetzt fahre ich mit deinem Auto weiter. Allein durchs Einsteigen wird es kugelsicher und getuned ohne Ende. Inklusive Reifen. So, 4,5 Minuten. Doch, ich glaube, die Pizza liefern wir noch rechtzeitig. Wenn kein Killer-Kommando auftaucht. Sowas zum Beispiel kann mir auch den Tag versauen. Wie gesagt, Fluch in der Sprache, die ich verstehe, dann haben wir alle was davon. Oh, Junge, Junge. Vier Minuten. 200 Meter. Doch, das schaffen wir. Inzwischen könnten wir, glaube ich, zu Fuß gehen. So, nicht lang zappeln, mit geht's. Hi. Lincoln. Was ist denn los? Ich bräuchte Hilfe, den Mann hier aus der Stadt zu schaffen. Er hat Stress mit Selma Kahn. Also, ich kann nicht mehr. Ist das der, von dem du mir erzählt hast? Ja, das ist er. Hören Sie, Pater, ich muss Sie bitten, mir zu helfen. Was soll ich sonst mit ihm anstellen? Scheiße, ich... Na gut. Ich kenne einen Jesuiten in New Mexico, er hat schon Leuten in so einer Lage geholfen. Aber es müsste sofort sein. Marcano wird die ganze Stadt nach ihm umkrempeln. Gut, ich rufe ihn an. Pasa, por favor. Aquí estás a salvo. Gracias. Rico? Ich danke Ihnen, Pater. Das bedeutet ihm nicht mehr sehr viel. Er macht das, glaube ich, nicht für dich, sondern für den anderen da. Wobei der auch nicht sehr unschuldig ist, wenn wir ehrlich sind. Okay, Alvarez gerettet. Das wäre geschafft. Wir hätten ruhig ein neues Auto herstellen können in der Zwischenzeit. Erledige Tommy Marcano. Es gehört auch noch alles zu South Downs? Aber ja, Tommy Marcano muss irgendwann gemacht werden. Können wir eigentlich auch gleich machen. Ach, hör auf zu rufen. Nein, Gelb gefällt er mir nicht. So, dann bleibt jetzt... Ja, da, Zeitungsstand. Ja, Automat. Oh, ein weißer Leichenwagen. Das wäre für weiße Leichen nicht schlecht. Wer wird damit beim Marcano vorfahren? Na. Wir sind ja nur für das Machen der Leichen verantwortlich, nicht für den Abtransport. Und wir wollen ja nicht eine ganze Berufsgattung hier gefährden. Ach, wieder nicht geschafft, die Einfahrt. Zum Glück haben die hier diesen kleinen Hof.
Ich glaube, das war jetzt schon das dritte Mal, dass mir der Hof die Kurve gerettet hat. Da steht der Eismann. So macht man das mit dem Party. Also Schönheit. Ich habe Neuigkeiten über Twinkle Toes Tommy. Hüpf rein, wenn du Zeit hast. Machen wir. Dann erzähl mal. Marcano brachte einen kubanischen Fälscher an, richtig? Sal hat einige Monate lang versucht, Scheine selber zu drucken. Aber das Ergebnis war für den Arsch. Scheiß Farben, beschissener Druck, alles für den Müll. Daraufhin hat er jemanden gesucht, der sowas drauf hat. Und dank seiner Connections ist er dann auf Alvarez gestoßen. Und dieser Alvarez hat für Castro auch schon mal Geld gefälscht. Die meisten unserer Feinde fälschen unsere amerikanischen Noten. Und auch ein paar unserer Alliierten tun das. Er hat sich in Luft aufgelöst. In Luft aufgelöst? Was soll das heißen? Du solltest ihn doch nur am Leuchtturm abholen. Ja, was kann ich dafür, wenn dieser Alvarez einfach einen Abflug macht? Ich wollte den Arsch einsperren, aber du warst ja dagegen. Wenn Saraga rauskriegt, dass wir seinen Neffen wie ein Stück Dreck behandeln, gibt's einen Riesenärger. Hast du gesagt? Und dann taucht Lincoln Clay auf und knallt jedem zweites Loch Lincoln in den Arsch. Lincoln Clay! Lincoln Clay! Langsam kann ich über den Schwanzlutscher nicht mal mehr kotzen. Das ist nur ein Mann. Ein perfekter Nigger. Wir stehen auf dünnem Eis, Tommy, das weißt du. Geht da was schief, sind wir alle am Arsch. Hast du kapiert? Ja, aber... Was würdest du denn tun? Was ich tun würde? Das ist doch keine höhere Mathematik. Wenn der Nigger Alvarez erwischt hat, weiß er von den Druckplatten und wird sie sich holen. Das ist ja wohl klar. Schwing deine Eier in das Boxstudio und pass auf sie auf. Ja, mach ich. Schon unterwegs. Er hat richtig Lust drauf. Was sagst du nochmal? Leckst du hier zahnlos den Boden auf? Bau keinen Scheiß mehr. Verdammter Arsch. Wenn ich das richtig verstehe, hatte Tommy Marcano die Druckplatten in seinem Boxstudio versteckt. Tommy war klar, dass ich Lincoln die Platten holen wollte. Aber das durfte keiner mitkriegen. Hätte er sein Studio geschlossen und die ganzen Files abgesagt, hätten doch alle sofort geschnallt, dass da irgendwas läuft. Das wollte er unbedingt vermeiden. Wie hat sich Lincoln Clay Zugang verschafft? Ich sollte jemanden für ihn suchen, einen Elsie Bennett. Elsie ist ein Kleinkrimineller und hat für Sammy gearbeitet. Dann hat er ihn beschissen und ist aus dem Hollow rausgeflogen. Naja, und danach hat er sein Geld verdient, indem er Jungs angeworben hat. Für Tommys Jungle Fights. Er musste beim Türsteher nur für Lincoln bürgen. Und schon war er drin, völlig problemlos. Das trifft sich. Elsie ist beim Briar Patch, ganz in der Nähe. Ich fahr mal vorbei und sag Hallo. Mal gucken, wie es läuft. Viel Spaß. Danke, den werde ich haben. Nehme ich mal an. Brennt wie Napalm. Okay. Das gibt's ja wohl nicht. Das regnet hier voll in den Motorraum. Da drüben im ganzen Parkplatz neue Autos. Relativ geräumig. Hat ein Dach. Sieht aus wie Gangsterkarre. Das Autoknackertraining von Burke. Ah, fahr doch weiter. Hat sich gelohnt. Wir schlagen keine Scheiben mehr ein. Okay, jetzt weiß ich, warum das hier so rumstand und keiner darauf aufgepasst hat. Es ist jetzt nicht so die Wahnsinnskarre, aber egal. Sie ist gepanzert, sie ist getuned, sie hat kugelsichere Reifen und sie bringt uns von A nach B. Was könnte man von einem Auto mehr wollen, außer dass es nicht einen Wendekreis hat wie ein Kreuzfahrtschiff? Junge, Junge, Junge. Dann bleibt jetzt die Frage, machen wir das Boxstudio jetzt noch? Oder aber erst in der nächsten Episode? Okay, bei sehr langsamer Geschwindigkeit ist der Wendekreis in Ordnung. Gerade richtig zum Einparken.
Na schön, reden wir mal mit unserem Kontakt hier. Der macht es vielleicht nicht einfach so zum Spaß. Na, da soll mich doch der Blitz beim Scheißen treffen, wenn das nicht Lincoln Clay ist. Na, RC, überrascht mich zu sehen? Hab von Sammy und Alice gehört. Dumm gelaufen. Aber ich denke, du bist gut aus der Sache rausgekommen. Erwähn ihren Namen nochmal und du frisst deine eigene Zunge. Los, wir fahren eine Runde. Da habe ich wohl keine andere Wahl. Das ist richtig. Wo geht's lang? Erstmal zur Tür raus. Das von dir aus gesehen rechte Auto, Beifahrerseite. Auf geht's, hopp. Danke. Ja, das mit dem weißen Häubchen. Ich hab mich ferngehalten. Hab keinen Fuß ins Hollow gesetzt seit November 62. Seit fast 6 Jahren. Ich weiß. Kannst mir wenigstens sagen, wo es hingeht? Ins Arcadia. Da hält Tommy Marcano seine Dschungelkämpfe ab, richtig? Richtig. Und du hast schwarze Kämpfer für ihn rekrutiert? Hab ich. Gut. Ich will da nämlich kämpfen. Was? Wieso? Weil halt... Ich gewollt, dass du es weißt, wüsstest du es. Wenn ich meinen Hals hinhalte, will ich auch wissen, wieso. Du hast Glück, dass du noch lebst nach der Sache mit Sammy. Dachtest du wirklich, er würde nicht merken, dass du all das Geld geklaut hast? Das habe ich mehr als abgebüßt. 6 Jahre Verbannung von meinem einzigen Zuhause. Ich konnte nicht mal meine Ma auf ihrem Sterbebett sehen. War deine Entscheidung. Jetzt ist es Zeit für eine neue. Wenn ich das mache, kriegst einen Neuanfang. Kannst das Hollow betreten, wann du willst. Scheiße. Okay. Hab gehört, dass man Tommy persönlich trifft, wenn man gewinnt. Stimmt das? Er will die Gewinner einschätzen. Sehen, ob er sie regelmäßig reinholen will oder ob sie nur was Einmaliges waren. Okay. Wo findet das statt? Gewöhnlich oben in seinem Büro. Einer der Jungs holt dich in der Umkleide nach dem Kampf ab und bringt dich zu Tom. Okay. Das klingt fair. Das heißt, wir haben dann gleich sowas Ähnliches wie den Käfigkampf dort. Das wäre schon mal ein Anfang. Da kommt es dummerweise nur darauf an, dass du im richtigen Zeitpunkt die richtigen Knöpfe triffst. Nahkampfangriffe kontern ist zum Beispiel mit der Alt-Taste. Und wenn ich dann aus Versehen wieder auf dem Desktop lande, ist die Sache wahrscheinlich gelaufen. Oh Junge. Kämpfer nehmen nicht die Vordertür. Wir gehen am Nebeneingang rein. Okay, Nebeneingang. Kriegen wir hin. Ach, ich hatte das hier für einen Parkplatz gehalten. Pass auf, dann parken wir hier drüben. Dann läuft das so. Okay. Das bedeutet, wir machen jetzt ein kleines Päuschen. In der nächsten Episode kämpfen wir hier und schauen zu, dass wir Tommy das Licht ausknipsen. Bis dahin dann, macht's gut. Haltet ihr uns steif. Ciao, Freunde.